Warum in drei Teufelsnamen können wir hier im Spiel nicht wie in jedem anderen Citybuilder auch in Aufbaustrategiespielen einstellen, dass in Lagerhäusern bestimmte Güter vorrätig sind oder vorrätig sein müssen, dass sie von woanders hergebracht werden, dass es Limits gibt beispielsweise, die man nicht abtransportieren kann, so die simpelsten Geschichten überhaupt. Warum nicht? Jetzt ist das benötigte Eisenerz am anderen Ende der Karte, ist von einem anderen Lagerhaus abgeholt worden. Ganz ruhig bleiben. Nicht aufregen. Okay, Alpha-Version, aber trotzdem. Keine Safe-Game-Funktion. Unsere Leute sterben eventuell, weil es diese Spielmechanik noch nicht gibt, weil wir für den Winter nicht genug Nahrung haben, weil wir, Hintergedanke ist, wir stellen Werkzeuge her. Mit den Werkzeugen werden wir in den Häusern, in diesen Erweiterungslots am Ende des Grundstücks Gemüsegärten einsetzen. Um einen Gemüsegarten bauen zu können, braucht man ein Werkzeug pro Haus. Ja? Die Gemüsegärten laufen aber nur bis Ende Herbst. Im Winter nicht. Tok, 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 tok. Tempo, Tempo, Tempo. Juni im Augenblick. Knappe Geschichte hier. Knappe Geschichte. Ja, ich weiß, ein Entwickler hat alleine programmiert und hat eine ganze Menge von Freelancern, die er beschäftigt hat, noch nebenbei. Weil ganz allein kriegt man das auch nicht hin. Getreide wächst. Noch erntet keiner. Einen haben wir auf Vorrat hier eingestellt für die Ernte. Chat schreibt, man könnte Schafe und Hühner kaufen. Ja, können wir auch. Hier vorne drin. Alternative ist ein Werkzeug für den Bau eines Gemüsegartens oder für 25 Gold sich einen Hühnerstall oder einen Ziegenstall anzulegen. Aber wir haben im Augenblick nichts, was wir gescheit verkaufen können. Wir können das Eisenerz verkaufen, das geht, das wäre auch unten. Das können wir machen. Aber der effektivere Weg wäre natürlich jetzt die Baukette, die wir gerade gemacht haben, aufziehen. Dafür haben wir alle Gebäude da, denn wir brauchen ja nur ein Werkzeug stattdessen, statt 25 Gold, ein Werkzeug für die Alternative des Gemüsegartens. Also es ist unterm Strich besser. Wir stellen hier mal einen Menschen ein, weil ich weiß nicht, ob sonst überhaupt das Erz dahin gebracht wird. Ne? Das ist das Lager. Das ist das Gebiet, das wir gesetzt haben. Der Bereich muss versorgt werden. Zwei Leute arbeiten hier. Neun Erz sind da. Jetzt müssen die noch hier hingebracht werden. Ein Arbeiter. Wir ziehen hier mal einen weg. Jetzt haben wir den hier unten. Feuerholz ist hier vor Ort. Nicht da, ne? Auch nicht da. Wir haben den Feuerholzhersteller, wo haben wir den hingestellt? Den wollten wir noch bauen. Wir holen das Feuerzeug von hier unten, hat man gesagt. Wir haben wie viel Feuerholz insgesamt? 23 irgendwo. Wahrscheinlich aber verteilt in den Häusern. Da ist ein Ochsenziemer unterwegs. Wohin, wissen wir nicht. Ist irgendwas hier unten? Vier Eisen, das ist egal. Da müssen wir keine Angst vor haben. Wie kriegen wir... Jetzt ist es da. Jetzt plötzlich zwei Eisen da. Jetzt beginnt die Arbeit. Klasse. Sehr schön. Einer mehr. Den ziehen wir hier oben ab. Da ist er. Jetzt wird Eisen produziert. Roheisen aus dem Eisenerz. Und danach kommen wir dann gleich. Feuerholz brauchen wir auch noch. Wir müssten hier auch Feuerholz haben. Wir stellen hier schon mal eine Figur rein. Vielleicht holen die dann schon mal Feuerholz hierfür. Feuerholz brauchte der. Der brauchte, glaube ich, kein Feuerholz. Ne? Nur der hier oben brauchte Feuerholz. Da stellen wir mal einen ein.
Holzhammer genug. Einer hier raus, Holzhammer in rauen Mengen. Holz hier raus. Hier ist das Holz schon raus. Hier ist jetzt ein Schmied. Wird jetzt, weil ein Schmied da ist, auch Feuerholz hingebracht. Mittlerweile 11 Erz hier. Das reicht aus, um viel Werkzeug zu produzieren. Ein weiterer Schmied hier hin. Vierfache Geschwindigkeit wieder an. Nee, Eisenerz wird nicht verkauft, haben wir nicht eingestellt. Hühner produzieren ganzjährig, ist ein toller Vorteil, aber wir können nicht beides machen. Wir haben unsere Ressourcen dafür ausgestellt, dass wir jetzt die Werkzeuge produzieren und dann die Möhren. Die andere Sache, da hätten wir was ganz anderes machen müssen. Also entweder verkaufen wir das Eisenerz für große Mengen Gold und dann 25 Gold jeweils einen Hühnerstall oder das, was wir jetzt aufgezogen haben. Wir können ja nicht zwischendurch wechseln. So, Eisen ist da. Sehr schön, Eisen entsteht. Nächster Schritt. Genau. Und hier wird aus Brennholz und aus Eisen werden Werkzeuge hergestellt. Jetzt muss nur noch das Brennholz hier hinkommen. Jetzt, wenn wir ganz auf Nummer sicher gehen wollen, dann stellen wir noch einen Brennholzhersteller hier unten hin. Sollen wir langsam mal auf die Ernte gehen? Wird ja schon geerntet. Von dem einen Arbeiter noch nicht. Wir puckern ein bisschen, ne? Juni, Ernte ab. Wir warten noch einen Monat ab oder zwei. Bislang ist noch nicht so viel da. Wenn du seit der Schmied los was zu holen, heißt es im Chat. Ja, tatsächlich. Da ist er. Schmied holt sich selber alles ab. Rennt einmal rüber. Und? Jetzt ist er angekommen. Jetzt ein Brennholz. Nein! Der Schmied rennt aber zum anderen Ende der Stadt, um sich ein Brennholz zu holen. Ich kann wieder ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Ihr seid bei WB. Entspannenheit, entspannt sein, verspannt sein. Ist hier mein Lebensmotto. Ganz ruhig bleiben. Ja? Ist ja nur ein Spiel. Ganz ruhig bleiben. Ganz, ganz ruhig sein. Ganz ruhig bleiben. Ist ja nur ein Spiel. Nur ein Spiel. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Ein Werkzeug. Das erste Werkzeug ist da. Wir bauen den ersten Möhren. Einmal Möhren bitte hier. Jetzt gucken wir mal, wo die Möhren sind, in welchem Lager. Einmal Tools. Das heißt, wir bauen im nächsten. Oh Gott, hier haben wir keine Straßen. Die müssen hier lang und hier oder da lang. Wir ziehen hier schnell eine Straße durch, damit die Tools, die Werkzeuge möglichst schnell hier unten sind. Hier bitte einmal hochkommen. Jetzt wird hier bitte ein Gemüsegarten gebaut. Nicht im Winter. Winter kommt bald. Wir hoffen das Beste. Gebaut. Jetzt müssen die Möhren noch gepflanzt. Die Möhren und die anderen Gemüsesachen noch gepflanzt werden hier. Ja, das kommt alles zu spät. Wir werden alle sterben. Also wir nicht. Die Menschen hier. Ach so, bei der Gelegenheit gefragt. Wer von euch lebt eigentlich im Dorf vor Ort? Wer hat sich getraut? Wer ist hier eingezogen? Wer hat seine alte Heimat verlassen? Bitte mal Hände hoch. Wer lebt hier im Dorf? Und wer von euch ist guten Mutes, dass ihr nicht euren Nachbarn schlachten und essen müsst im Winter? Wer ist guten Mutes? Oder andersrum, wer ist auf der Seite der Nachbarn schlechter? Und wer ist auf der Seite derjenigen, die Nachbarn verzehren? Könnt ihr auch gerne schon mal schreiben, weil es könnte heikel werden hier. Könnte schwierig werden. Ich wohne im Haus unten rechts, meint Luzi fix. Ja, dann. Das dauert ja noch eine Weile, bis du dein Werkzeug bekommst. Null Werkzeug hier. Wisst ihr was? Oh Mann.
komme erst später, ich warte, ich bin ein Nachbarfutterer, mom, mom. Stand beim Umzug im Stau, ihr seid mir echt Helden hier. Immerhin entsteht hier der erste, hier wird Gemüse gemacht, sehr gut. Kungund macht das. Da ist ein, es klappt. Leute, das mit dem Feuerholz, da kann man nicht zugucken. Wir bauen hier, wir müssen hier irgendwie es hinbekommen, dass hier noch so eine Feuerholzgeschichte ist. Auch für den Winter, der demnächst kommt. Wir haben ja fast nichts mehr. Hier, Woodcutter Lodge für Feuerholz. Stellen wir einmal. Hier vorne daneben hin, alles ganz knapp. Kurze Wege, ja, ne? Bitte ganz schnell einmal bauen hier. Randleiste, bin im Dorf aufgewachsen, lebe zurzeit in der Stadt und ziehe wieder ins Dorf. Hier, der Ochs ist unterwegs, mit Holz. Zwei Tools mittlerweile da. Zwei, es sind zwei da. Wir können noch mehr. Wunderbar. Das nächste bitte. Ein Gemüsegarten bitte. Auf die Seite hier vorne. Ach komm, jetzt dauert es nur ewig hier. Einmal wieder raus. Einmal wieder hier ganz ruhig bleiben. Einmal anwählen, einmal hier und ein Gemüsegarten bitte. Ich mache das so ein bisschen versetzt, dass die nicht so direkt nebeneinander sind. Die bekommen noch einen Gemüsegarten hier. Julinaht. Im Juli Gemüse anbauen ist sportlich. Ja, irgendwas muss man tun. Ich bin ja eher so der Typ Schreibtischhocker und Computergucker, deshalb mache ich das. So als Ausgleichssport. Andere Leute, was weiß ich, hanteln, sitzen auf irgendwelchen Ruderbänken in Fitnessstudios oder gehen zumindest einmal pro Tag vor die Tür oder putzen sich dreimal am Tag die Zähne. Alles Sachen, die bestimmte Muskelgruppen halt stärken. Ich persönlich mache das anders. Ich mache sportliche Aktionen in Spielen. Ist meine billige Ausrede hier. Es werden Babymöhren, ja. Die mit den Gärten sind die Prepper, meint Mike. Feuerholz müssen wir hier noch bauen. Und die Leute, die hier Feuerholz sorgen, die ziehen wir hier unten ab. Ja. Hier kommen die rein, bitte. Wenn wir noch einen irgendwo haben. Feuerholz kommt an, jetzt klappt's. Jetzt läuft's endlich. Die sprechen ein sehr fürnehmes Englisch hier. Die Sammler haben wir, glaube ich, schon alle leer gemacht, ne? Weil die Bären sind, glaube ich, alle, ne? Bären hier alle. Die anderen werden uns schon gar nicht mehr angezeigt da vorne. Da sind noch ein paar. 35 Bären, ein Sammler dafür. Das reicht. Die Bären sind alle. Alles wird gut. Für die Überlebenden. Für die anderen. Apropos. Gibt es das Spielfeature? Wenn nicht, ich könnte es jetzt brauchen, einen Friedhof zu bauen. Das wäre der nächste Schritt. Also in unserem Let's Play wäre das der nächste organische Schritt in unserer Entwicklung unseres Dorfes, jetzt einen Friedhof zu bauen, oder? Wäre jetzt sehr passend. Ich habe das Gefühl, wir brauchen demnächst einen. Vielleicht noch ein Bestattungsunternehmen. Oder haben die Leute damals ihre Leute selber ver... Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Die Kirche dient als Friedhof, heißt es im Chat. Ob man das Gebiet, wo das Feuerholz gesammelt wird, nicht definieren muss, fragt Ornix. Man kann, man muss nicht.
Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, es nicht zu machen, weil wir Probleme hatten im zweiten Durchlauf. Das ist der dritte, als wir ohne Not in bestimmten Betrieben manuell Zonen platziert haben. Das hat dann irgendwann nicht mehr funktioniert. Die Toten werden unter das Feld gemischt, heißt es im Chat. Zwei neue Werkzeuge. Top. Ein Gemüsegarten bitte noch hier vorne hin. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir demnächst Werkzeug oder andere Sachen verkaufen und dann anfangen gemischt, denn die brauchen für den Aufstieg teilweise verschiedene Nahrungsarten, ne? Die bekommen ja demnächst Brot und so, dass dann Fleisch demnächst noch gut wäre. Wir produzieren erstmal weiter. Zuerst mal weiter unsere Tools. Hauptsache, wir kommen durch den Winter. Juli, Möhren, Babymöhren werden schnell noch angebaut. Leute, wir müssen anfangen zu ernten. Ernte unten, was steht da? Erntezeit ist Late Summer, August, spätestens August. Es gibt nicht viel. 27 Grad nur noch, 27% nur noch, 27% Fruchtbarkeit, 53% Ernte. Soll man das nicht mal reinholen jetzt? Fünf Leute brauchen wir dafür maximal. Soll man die Ernte mal reinholen? Ich hab Schiss, jetzt haben wir August, Leute. Soll man sagen, Force Early Harvest, jetzt sofort? Nee, das machen wir nicht. Machen die das automatisch? Ich denke ja, ne? Sobald die Mitarbeiter da sind. Wisst ihr, ab welchem Monat das passiert? Noch läuft keiner raus. Wir haben die, können die Leute. Die Leute sind ja schnell da. Ein Arbeiter ist schon da. Und die anderen vier kommen gleich, sobald wir woanders vier Leute abziehen. Oh, Achtung, Feld ist voll. Jetzt wird geerntet. Da ist der erste Mensch unterwegs und erntet, ne? Ernte läuft. Ja, das heißt, wir, dann würde ich auch noch gerne mehr Arbeiter einstellen. Dann reduzieren wir mal. Jetzt haben wir mittlerweile. Geht mal hier kommen zwei Leute raus. Vier brauchen wir drüben. Beim Lagerhaus. Wie haben wir denn überall. Ach, wir brauchen so dringend Feuerholz, ne? Sind hier die Beeren mittlerweile weg? 27 sind noch da. Getreide kann man hier. Das packen. Im Notfall. Ist hier ein Lager? Das ist fast alle. Hier schmeißen wir einen auch noch raus. Jetzt fehlt nur noch ein Mitarbeiter. Da ist keiner mehr drin. Einen müssen wir noch irgendwo bekommen. Einen Mitarbeiter brauchen wir noch. Einen noch von irgendwoher. Hier weg. Dann haben wir hier die vollen fünf, die auf dem Feld unterwegs sind, in der Farm alle eingestellt. Jetzt haben wir es. Die Ernte läuft. Unser erster Emmer. Der Frühweizen im Mittelalter. Habe ich schon ein paar Mal erzählt, bevor der Hochleistungsweizen gezüchtet worden ist. Den bringen wir jetzt ein. Bäckerei brauchen wir erstaunlicherweise keinen, Tante Mimi. Da haben wir eben festgestellt, wir brauchen einen kommunalen Ofen.
Also ein Dorfofen, wo die Leute ihr eigenes Brot backen. Den können wir nachher noch bauen. Vorher, die Mühle haben wir schon gebaut. Wir bringen erstmal alles Getreide ein. Und wenn das eingebracht ist, dann können wir die Leute vom Bauernhof abziehen, die fünf. Und dann können wir die danach ein paar Leute in die Mühle reinschicken. Dann machen wir erstmal das Mehl und dann können wir den Ofen parallel bauen. Das Erstaunliche ist, alle haben ja alle Berufe. Es gibt keine Spezialisten für besonders coole Werkzeugmacher oder was weiß ich, muskulöse Holzfäller oder irgendwas in der Art. Ernte läuft sehr hübsch hier. Mal ganz schnell, Leute, euer persönlich erster Eindruck vom Spiel auf einer Skala von 1 bis 10. Jetzt nicht die Alpha-Demo, wie gut ist die im Vergleich zu einem vollwertigen Spiel, sondern einfach, was ihr glaubt, was aus dem Spiel wird, wenn ihr es irgendwann mal, wenn es mal fertig ist, wenn es Full Release ist. So vom Gefühl her. Es muss noch was draufgelegt werden. Aber was ihr glaubt, was realistisch sein könnte. An Qualität für einen City Builder Skala 1 bis 10. Läuft auf 8 hinaus, ja? 8. Um die 8 rum. Da laufen mehr als 5 Leute rum, stimmt, ja. 7 bis 8, 8, 9. Um die 8. Okay. Danke. Danke fürs Feedback. Bei der Gelegenheit, soll ich das Spiel nochmal zeigen? Oder meint ihr, das eine Mal reicht, WB? Beim nächsten Mal bitte den Ponyhof-Simulator. Wie sieht's aus? Nochmal? Oder Ponyhof-Simulator? Oder Minecraft? WB, zeig mal endlich, Minecraft ist mein Lieblingsspiel. Man weiß es nicht. Ja, gerne. Okay, gut. Dann mal mit runden Straßen, bitte. Nach dem Motto, WB hat mal wieder nur eckig gebaut, obwohl es auch anders geht. Horst schreibt für eine Alpha-Version hier 7,4, wenn es fertig ist, 8,5. Und da fehlt mir noch der Zehntelpunkt. Da fehlt mir die zweite Stelle hinter dem Komma, das war noch nicht präzise. Ja, wenn es beim nächsten Mal von vorne losgeht, geht alles wieder. Ich dachte auch mehr an eine künftige Version. Also, dass ich jetzt während der Alpha das nochmal zeige, wenn das Team Next Fest läuft, glaube ich eher nicht. Der Durchlauf wäre nochmal derselbe und man weiß nicht, wie stabil das läuft. Wir machen jetzt noch ein bisschen weiter. Wir gucken mal, wie viel noch drin ist. Künftige Versionen, genau. Cyril ist bereit, schweren Herzens, Zitat, auf den Ponyhof-Simulator zu verzichten. Ja, Speicherfunktion brauchen wir, genau. Grafik sieht toll aus, Melanie. Jetzt schauen wir uns mal aus der Nähe an, was gerade entstanden ist. Und wo jetzt die ganzen Leute... Wo die ganzen Leute jetzt sind. Einen lassen wir mal, damit irgendwas noch läuft. Jetzt brauchen wir die in der Mühle. Die Mühle läuft sofort, habt ihr gesehen? Schaut mal hin. Achtung, wir schmeißen jemand raus. Müllrad hört auf. Achtung. Achtung. Und Müllrad, go! Das ist ja witzig. Und wenn man zwei Leute drin hat, läuft es dann schneller? Müllrad, Tempo! Nein, läuft im selben Tempo. Ja, jetzt läuft die Mühle, das ist aber, glaube ich, nur ein grafisches Gimmick. Wir müssen auch im Kornspeicher hier erstmal Leute einstellen, die hier alles abholen. Denn wir haben wahrscheinlich, mal gucken, wie viel überhaupt zustande gekommen ist. Wie viel ist denn hier im Lager drin? Nur 33. Boah, das war wenig. 34. Boah, ist das wenig. Ist noch was hier drauf auf dem Feld eventuell? 54 ist noch da. Also in Summe knapp 100. Und in welchem Verhältnis machen die das? Mal gucken. Also aus Nahrung. Die Farm macht aus. Steht da nicht. Vermutlich aus einem Weizen, ein Mehl. Ist da nicht genau erklärt? Ja, ich vermute mal ja. Dann wären es, sagen wir mal, 100 Brote, die da entstehen. 100 Nahrungseinheiten.
Im Augenblick haben wir 100 und wir sammeln im Augenblick ein, wenn die Beeren voll sind. Wie voll sind die dann? Mit 60 oder 70, ne? Also 180 sammeln wir etwa ein von den Beeren. 100 hätten wir dann in Zukunft zusätzlich durch ein Feld. Wir brauchen im nächsten Jahr mehr Felder und dafür allerdings auch mehr Wohnhäuser, um die Leute alle unterbringen zu können. Wir haben allerdings auch viel zwischendurch gehabt an Bauholz, das wir gebraucht haben für neue Gebäude. Das sind ja so einmalige Kosten nur, ne? Oben steht 112. Da oben sind 112. Okay. Die haben wir insgesamt bekommen. Die werden bitte hier eingelagert. Vielleicht wird eben hier gar kein Getreide eingelagert, sondern nur die Nahrung. Und das Getreide wird direkt hier hingebracht. Wir schauen mal bei Speichern nach. Nahrung wird hier gesammelt. Und im Lager wird nicht Nahrung gesammelt. Okay. Und das ist das Lager hier. Getreide wird hier nicht gesammelt. Wir haben zwei weitere Tools. Wir haben August. Winter beginnt im Dezember, ab dann wachsen die Möhren nicht mehr. Ich würde nur zwei Möhrengärten hier hinsetzen. Können wir sehen, wie viel hier wächst eigentlich? Gemüse? Kann man da oben sehen, wie viel Gemüse wir haben? Irgendwo? Vegetables, Gemüse, null bislang im Lager. Da gibt es wahrscheinlich eine Henne-Ernte oder so, ne? Ich hoffe, das lohnt sich hier. Nochmal ein Gemüsefeld bitte. Hier unten, die dürfen auch eins haben. Ah, der hatte schon, ne? Eins bleibt übrig. Sollen wir mal anfangen fürs Abwechslungs, damit er da der Abwechslungsreichtum da ist, die nächsten Werkzeuge zu verkaufen an den Händler hier unten? Haben wir irgendwas, was wir verkaufen können? Nahrung nicht. Was kann man denn verkaufen? Hatten wir schon mal geguckt, wir stellen noch nichts her, ne? Iron Slabs können wir verkaufen für Exportpreis 2, das ist dürftig. Das sind die Roheisenstangen. Das lohnt sich nicht. Feuerholz kann man verkaufen für 2. Gold. Das Roheisen für 3. Sollen wir damit mal anfangen? Und wir brauchen 25, ne? 25 Gold, um einen Hühnerstall zu kaufen. Das heißt, wir müssten etwa 8 Eisenvorkommen verkaufen. Wir haben 81. Wenn wir die alle jetzt komplett verkaufen, können wir 10 Hühnerställe kaufen. 9, also ich habe ein bisschen aufgerundet, 9 Hühnerställe. Komm, wir machen das. Wir verkaufen alles, was wir an Eisen haben. Holz billiger einkaufen, teurer verkaufen, wird im Chat gerade gefragt. Tatsächlich? Also wenn es sein, das ist ein Anzeigebug, wenn das stimmt, könnte man für 1 Gold Feuerholz einkaufen und für 2 verkaufen. Und da oben ist der Preis umgekehrt anscheinend. Wenn das so billig ist, dann lass uns doch damit schon mal anfangen. Wir verkaufen jetzt mal Eisen. Das heißt, wir, um Feuerholz zu sparen, wird die Schmiede hier unten eingestellt. Eisen bitte weiter. Ne, wir wollten Roheisen, nee, nicht Roheisen, wir wollten Eisen verkaufen. Ne? Das wird auch lahmgelegt hier. Lager reicht einer jetzt aus. Ein Arbeiter hier noch. Das Lager ist mittlerweile leer. Im Getreidespeicher. Wo ist denn das ganze Getreide? Es ist in der Mühle. Wo ist denn um Himmels Willen? Wo ist das? 104. Ach, wir haben 80 Mehl mittlerweile schon gemahlen.
und 104 Weizen. Dann lohnt's. Boah, das lohnt sich doch. Es sind 200. Wir können mit dem Ofen anfangen, Leute. Super, ich bin begeistert. Aber wo ist das alles im Augenblick? Wo ist das gelandet? Wo ist das Zeug? Wir bauen jetzt mal den kommunalen Ofen. Dann fangen wir mal schnell an. Der war bei Nahrung oder bei Produktion? Ja, kommunaler Ofen. Zwei Holz wandelt Mehl in Brot um. Moment mal. Weizen, Grain, was heißt denn Grain? Heißt Grain auch Mehl? Grain ist doch auch Getreide, oder? Wheat ist klar, das ist Weizen. Was bedeutet Grain? Ach, das ist kein Mehl, sondern Korn. Das wurde gedrescht. Wie bitte? Das wird in der Farm noch gedroschen. Das heißt, da brauchen wir die ganzen Mitarbeiter hier noch. Tatsächlich, das wird noch umgewandelt hier. Da brauchen wir noch ein paar Leute, ne? Damit es überhaupt funktioniert. Lassen wir das einmal durchlaufen. Das heißt, das ist das rohe Getreide, das reingeholt wird. Und das ist das Korn. Grain heißt Korn. Und das ist die Frucht Weizen. So rum, ja? Im Chat heißt es, das würde als Animation gezeigt. Ja, stimmt. Nein, mit Dreschflegeln. Wie cool ist das denn? Toll. Ich bin total begeistert. Wunderhübsch. Klasse.